keine Painkiller hier in seinem blöden Büro. Na, ist ja auch scheiße. Ich will gar nicht so negativ klingen immer. Ich finde, das hört sich immer so negativ an, wenn man sagt, ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ist ja gar nicht scheiße. Ist ja ein schönes Spiel. Ich freue mich doch. Wo sind die scheiß Painkiller? So, Kalaschnikow finden wir... Auf der Baustelle war ich bereit gewesen zu sterben. Ja. Es würde keine Antworten geben. Keine zweite Chance. Nichts würde in Ordnung gebracht. Ich musste den Fall allein lösen. Dann mal auf. Immer noch war Mona die Antwort. Aus den Augenwinkeln konnte ich sie erahnen, fühlte ihre Gegenwart, wo immer ich auch war. Ich versuchte ihren Weg, den gewundenen Pfad der magischen Kugel in ihrem Kopf zu verfolgen. Ich konnte sie nicht finden. Ich verließ die Stadt in die Richtung, die Mona mir gewiesen hatte. Zu einem Mann, dessen Spezialität Antworten waren. Die Architektur von Woodens Anwesen hatte ihren Ursprung in der europäischen Dunkelheit. Genau wie der innere Kreis. Mr. Payne, ich habe Sie erwartet. Der einzige Grund, warum Männer Kriege beginnen, Liebe. Was ist mit Monas Hex? Nächste Frage. Schön. Warum versucht der innere Kreis, mich umzubringen? Ich sterbe. Krebs. Die Macht rennt mir durch die Finger. Es gab eine Rebellion. Eine Gruppe Abtrünniger hat innerhalb des Bundes einen Bürgerkrieg angezettelt. Jeder Widerstand wird eliminiert. Wir verschwenden unsere Zeit mit Bandenkriegen. Venigor Nitti? Nein, Wladimir Lem. Ich kannte die Antwort, bevor er sie ausgesprochen hatte. Vlad hatte gelogen. Die Cleaner waren seine Leute. Wladimir Lem war schon seit vielen Jahren Mitglied des Bundes, des inneren Kreises. Cognetti wird durch seine Hände sterben. Danach kommt dieser Verräter zu mir, seinem einstigen Mentor. Ach nee, Kapitel 2 auf Kollisionskurs, das gibt's ja nicht. Ich ließ Wurden an der Tür zu seinem Panic Room. Um vom Schicksal zu sprechen, Vlad hatte bei seinem Plan, mich umzubringen, um meinen Segen gebeten. Ich konnte nur auf Vlads Schritte reagieren, hinter ihm aufräumen, mehr nicht. Es geht los! Komm rein, schnell, es geht los! Speichern! Okay. Hey, bist du? Wir wollen aufpassen. Sei still. Die Abenteuer von Captain Baseball Bad Boy. Ach so. Folge 167. Verdammt! Verdammt! Das Mutterschiff gebracht. Zu ihrer Rettung muss Captain Baseball. Das ist diese Killer-Tun, sie muss sie sein. Sie will den Boss erledigen. Alle Mann, schnappt euch eure Waffen, alle! Ich muss immer an Cognetti denken. So, hier ist Ruhe. Einmal mehr konnte Captain Baseball Bad Boy der Falle des Dämonen entkommen. Aber wird er Bicycle Helmet Girl retten können, bevor Maxwells Dämon die Welt in eine endlose Hollywood-Serie verwandeln kann? Go! Das erfahren Sie in der nächsten Folge der Abenteuer von Captain Baseball Bad Boy. So, speichern. Der Wladimir, dieser alte Hundesohn. 9mm Pistole, wenn es zu spät ist, ihre Leben zu beschützen. Nein, nein, nein! Americans Avenger, wenn endlich Zahltag ist. Yeah! Hier ist Zahltag! Pam! Ach, schöner Tod! Der schönste Tod bisher im ganzen Let's Play. Oh, warte. Ja. Oh ja. Max Heat ist wieder da. Oh, Baby. Aha. Freut mich, Sie zu sehen, meine teuren Freunde. Hm. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Nein. Ich bin Vlad. Wer
Wer ist der Mann, der nichts zu verlieren hat? Wer ist der härteste, schädelspaltende, sprücheklopfende Schurke im ganzen Ghetto? Ach, wie schön! Wie schön, dass wir den Raum hier nicht vergessen haben. So, aber sonst können wir hier leider nichts. Wir können ja leider keine Kisten spalten mehr, ne? Schade, der Baseballschläger fehlt mir ein bisschen. So, haben wir hier aber die Kasse, wenn ich mich recht entsinne, aber da war... ist auch nichts zu holen. Ein Junge. Abgeschlossen. Und abgeschlossen. Und da hinten ist nix. Also gehen wir weiter. Reinigen Sie mit uns, wenn es mal wieder zur Sache ging. Rufen Sie 555 clean. Speichern. Ja, 555 clean, genau. Oh, die Herrschaften. Ich werde erwartet. Ihre Wahl, wenn Sie Tatort... So, auch die Küche muss man sauber halten. Gegen Blutspritzer hilft Priel. Ich habe ein Telefon gehört. Wo war denn hier gerade das Telefon? Speichern, weiter. Kalte Kraft, Feuer auf. Oh. Nett ist das nicht. Und ich habe Schritte gehört, aber... Verdammte Axt. Und diese Russen, oh, sie sind überall. So, wo ist denn der Schrotflinten-Cowboy? Der ist doch da oben irgendwo. Huch. Ja, er ist da oben irgendwo, und zwar ganz oben. Alter, und der hat ein Auge. Schöne Scheiße. So, speichern weiter. Mann, wie oft ich das Wort speichern weiter oder die Kombination schon gesagt habe. Wo ist sie? Wo ist das? Was? Die der Boss in den Arm geschossen hat, die will ihn erledigen. Haltet sie. Wer will ihn erledigen? Nope. Eieiei, jetzt haben wir auch keine Painkiller mehr. Oh, das wird, ich glaube, das wird recht übel. So, ach, hier kommen wir nur runter, na gut. Ach du Scheiße. So, geht es denn hier entlang irgendwo hin? Ja, aber bevor wir da langlaufen, möchte ich natürlich noch gucken, ob wir vielleicht irgendwo hier oben Painkiller oder irgendwas herkriegen. Das geht natürlich auch. Ne Striker. Wo haben wir sie denn? Kann ich nicht kommen. Ingram, doppelte Ingrams. Abgesägte. Hi. Freut mich, Sie zu sehen, meine Teuren. Ah, okay. So, scheiß drauf, den Painkiller hauen wir uns auch noch rein. Ist doch jetzt eh egal. Und dann versuchen wir mal möglichst hier zu überleben. Hallo. Du kleiner Ruski, nu stoßt der Boy.
wir seinem Arsch auflauern und ihn umnieten. Hast du was gehört? Nein, und halt besser die Klappe, damit er uns nicht hört. Gute Idee. Haben wir zufällig... Ich schaue besser einmal nach. Nein, du schießt. Darfst auch... Verdammt! Feigling! Ich mache jetzt hier Sackschießen, ne, wisst ihr? So, das war lustig. Eigentlich wollte ich eine Granate schmeißen, aber das hat ja dann nicht so gut geklappt. So, komm, die nehme ich auch noch mit. Die Painkiller nehme ich auch noch mit. Die Lampen hier nehme ich auch noch mit. Für zu Hause und... Da geht's jetzt weiter. Es geht hier immer weiter. Das finde ich immer so schön hier, dass es immer irgendwo weitergeht. Egal wo, ob auf dem Dachboden oder sonst irgendwo. Das ist ja süß. Soll das eine Falle sein, dass ich da reinschieße? Kann ich nicht... Oh, ich möchte gerne die Raketen mitnehmen, aber das geht leider nicht. Und trotzdem würde ich den gerne mal anzünden. Nur zum Spaß. Komm, das machen wir mal. Ist er schon da? Was kann ich nicht hören? Hier, ist er in der Nähe. Halt dir die Ohren zu, das wird ein lauter Knall. Was? Hey, du! Tja, ich glaube, das hat funktioniert mit dem Decoy, aber leider... Ist er schon da? Was kann ich nicht hören? Hier, ist er in der Nähe. Halt dir die Ohren zu, das wird ein lauter Knall. Was? Du bist ein... Nein! Das war jetzt aber nicht so schön. Verdammt. Also nochmal. Ist er schon da? Was kann ich nicht hören? Hier, ist er in der Nähe. Halt dir die Ohren zu, das wird ein lauter Knall. Was? Hey, du... Oh, da kommt noch jemand. Ich habe doch gerade noch Schritte gehört. Ja, der muss doch denken, ich bin tot. Wieso wartet der da jetzt? Okay, nehme ich mal die Kalaschnikow. Speichern und gleich ein kleiner Jump in deine Richtung, mein lieber Ivan. So, da sitzt noch einer, das heißt, wir gucken... Ach du Granate! Danke für die Warnung. Da kommen wir nicht durch, okay. Sitzt da einer? Ach, da sitzt wirklich... Ach, ist ja unfassbar. Naja, dann holen wir uns den eben jetzt. Klappt ja super, durch die Treppe zu schießen. Dann würde ich sagen, wir müssen erst... Ach naja, probieren wir es mal so. Halt ihn auf! So, er hat das Zeitliche gesegnet und der andere segnet hier auch mal was. Und zwar seinen eigenen Fuß ab. Huch. Aha,